Prinz der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zurück zu Project Purple Town. Letzten Folgen waren sehr spannend, zumindest bei den anderen. Die hatten sehr ja, zu kämpfen. Bei mir, die waren, ja, ein bisschen. Aha. Was passiert, keine Ahnung. Wir nicht mehr. Na, das müsst ihr selbst rausfinden, indem ihr die Folgen anguckt. Wir haben hier etwas gebaut für die Tiere. Wir versuchen jetzt hier erstmal die lieben und netten Hühner umzusiedeln in so eine genau, Art das die Farm. Alter. Genau das, was du für die Tiere gebaut hast, das wollte ich mir mal in der Aufnahme angucken. Das habe ich vorhin von Tims Haus aus gesehen, habe mir aber noch nicht weiter angeguckt. Klar, guck mal vorbei. Und das würde ich jetzt ein bisschen gerne mal machen. Genau. Komm vorbei. Tims Haus haben wir in der letzten Folge schon angeguckt. Ich mache mal einen ganz kurzen Abstecher zu Florians Haus, weil in der Aufnahme habe ich mir das auch noch nicht angeguckt. Genau, er hat hier so einen coolen Brunnen noch dazu gebaut. Der sieht ganz schnieke aus. Und hier ist aber die Treppe zu ihm nach oben. Und da sind wir einmal drinne. Kisten, ich finde sie schön dekoriert mit dem Amboss und mit den Lianen und so weiter. Dann können wir einmal hochgehen. Und ich höre Phantome. Schon wieder? Ja, jede Nacht. Jede Nacht? Jede Nacht, wenn man nicht schläft. Nach drei Tagen oder so. Der ist ja voll nervig. Ja, 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 und hier hat er so einen schönen Garten. Sie haben auch eine 100%ige Trefferquote. Wollen wir vielleicht einmal schlafen gehen? Phantome haben keine 100%ige Trefferquote. Fliegen die in der Luft rum? Ja. Mhm. Okay, dann sehe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Phantom. Aber ganz kurz, Phantome haben keine 100%ige Trefferchance, wenn du vor ihnen ein Boot platzierst. Ha! Ja, das ich habe ihn abgeschossen, die Nutte. Aber eine Nutte. Sind die stark? Ja. Nee, nicht unbedingt. Ja, sie ziehen jetzt zwei Leben, zwei anderthalb. Ich habe einen gekillt. Droppen die irgendwas Cooles? Membran, damit kannst du Elytris reparieren. Ja, aber das ist halt echt nur fürs Late-Game irgendwie relevant. Ja, ganz kurz, wie kommt man überhaupt an Elytras dran? Du musst ins End gehen und dort musst du ein... Achso, diese Special-End, ne? Ja, diese Special-End, ne? Nicht unbedingt, du kannst auch es auch im normalen End finden, bei den End-Cities. Okay. Ich hab übrigens alle meine Schnüre auch verloren und meinen Bogen. Also... Ich hab noch Schnüre, gönn dir. Oh. Ich hatte nicht meinen Bogen. Ich bin eigentlich gerade nur aufs Bauen ausgelegt. Ja. Genau, Jungs, ich brauche noch ein Schwein und Kühe zwei Stück. Wenn ihr die seht, sagt mir unbedingt Bescheid. Ich will nichts sagen, aber das Schwein hast du in einer der letzten Folgen umgebracht. Ja. Und hier cooles. Das ist sozusagen für eine automatische Farm, dass du die Eier holen kannst, ne? Ah, cool. Mit einem Trichter? Mhm, ohne. So wie ich es damals auf Xbox mal gemacht habe. Ne? Automatisch fahren, ach mit Wasser, dass du das sich dann einfach dahinstellst? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Dass ich mich drunter stelle und dann kommt sozusagen... Erkläre dich, Tim. Genau, du... Was hast du gesagt, Paul? Erkläre dich, Tim. Ja, es gibt verschiedene Arten, wie du automatische Hühnerfarmen baust. Einmal mit Hoppern, wo die das einfach reinlegen. Mhm. Dann gibt's noch die anderen, wo du einfach mehrere Hühner in einem Wasserbereich stellst. Und die legen dann Eier und die droppen dann halt so, dass alles dann zu dir geschwemmt wird. Alter! Ja, nur habe ich einen. Keine Verbindung aus den beiden gemacht. Also das okay, ihr wisst gerade gar nicht, was bei mir abgegangen ist. Das war gerade sehr unterhaltsam. Ich hab dir zugeguckt. Hast du gesehen, wie der Creeper explodiert ist? Ich sehe das Creeper-Loch neben den neben den Melonen. Ja, das ist ganz frisch. Ich repariere es. Nein, aber ansonsten hier, das Alter, haben wir jetzt Junge, gebaut, ne? Aus den beiden Farmen gebaut, indem ich einfach und habe, wo dann die Hühner drin sind und dann in der Mitte noch. Uns fehlt jetzt nur noch eine Kleinigkeit, wo wir sozusagen unsere Pferde reinmachen können. Und dann können wir erstmal, wenn wir die Tiere richtig aufgestockt haben, können wir jetzt erstmal richtig sammeln. Ja, ja, und dann haben wir auch, glaube ich, erstmal kein Nahrungsproblem mehr, wenn wir die richtig gezüchtet haben. Richtig. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur ganz kurz improvisieren. Das konntest du schon immer gut, Flo. Danke. Und immer ein Babyhühnchen. Oh, wie cutie. Schlachtet es sich mit Chicken Nuggets. Oh, nein. Noch nicht. Ich hol's mir. Dafür sind sie zu frisch. Mir. So, jetzt, warte mal. Brauchen wir hier noch eine Treppe? Genau, damit wir es einfacher haben, da hochzukommen. Und nicht hüpfen müssen. Entspannt, Tarino. Lass die Hühnchenzucht beginnen. Ist mehr oder weniger wieder repariert. Sieht nicht ganz so aus wie vorher, aber egal. Passt so. Okay, da muss noch rein. Wollen wir vielleicht einmal pennen gehen oder ist das bei euch gerade schlecht?
Ja, sehr gerne. Bei mir hängt's. Und nochmal. Ich disconnecte kurz. Ja. Ich kann es immer noch nicht aufheben. Hast du vielleicht volles Inventar? Ja. Gute Lösung fürs Spielen, mach dein Inventar leer. Das Beste. Du kannst doch in dein Backpack packen, das wir noch gar nicht erwähnt haben. Stimmt, wir haben. Ja. Das ist eine neue Änderung. Gut, das ist. Wir haben ab sofort ein Backpack. Für alle, die gerade zugucken. Yes, genau. Da können wir einfach. Nee, nicht mit Bett, sondern mit / Backpack. Da können wir einmal hier öffnen und dann haben wir ein Backpack, auf den wir jederzeit zugreifen können. Ist ganz praktisch. Hätte ich in der letzten Folge auch schon gebrauchen können. Aber jetzt haben wir es. So, wir gehen pennen. Wir gehen pennen. Ich habe auch ein Doppelbett jetzt, falls jemand zu mir kommen möchte, ne? Ein Bett ist noch frei. Schnucki, ich komme! Ja, in Beeilung. Ich kann aber nicht rennen, ich habe kein Essen. Florian, ich bin da. Dann komm hoch. Wie denn hoch? Oben. Ach, hier. Hier. Hi! Hi! Komm, Nein, Tim, was machst du da? Wir sind mitten in der Aufnahme. Was machst du da? Du warst außerhalb des Betts, du musst ins Bett. Du liegst unterm Bett. Ja, du auch. Jetzt liegen wir nebeneinander. Nice. Judy, komm mal mit. Aber schön hast du es. Danke, komm mal hier runter. Komm mal her. Und hier kannst du dir mal im Kühlschrank was zu essen rausnehmen. Ui, hier war ja feini hier. Ja. Glowberries würde ich dir empfehlen, nicht zu essen. Glowberries? Leuchtebeeren. Das hier. Ja. Ja, die sind als Dekoration ganz geil. Du kannst mit Bone Meal. Hast du noch bei dir? Nee, hab ich alle verbraucht. Weil dann kannst du da welche dran platzieren und da wachsen dann welche. Das wird noch ein Ziel. Ich würde mir einfach mal so 6 Äpfel klauen. Nimm dir mit. Dankeschön. Und die goldenen Äpfel bringen dir ja irgendwie so extra Leben, ne? Zwei Äpfel, das ist Absorption und eine bessere Regeneration hast du direkt. Okay. Hat irgendwer von euch Feuersteine? Ich habe einen. Ich bräuchte die für Pfeile. Weil ich möchte gerne mehr mit dem Bogen arbeiten. Ich hoffe einfach mal, dass wir demnächst welche Villager oder so finden, wenn wir mal auf eine große Erkundungstour sind. Dann können wir die herbringen und dann können wir uns Fletcher machen. Die können für ein paar Emeralds, also du gibst ihnen Sticks, die geben dir Emeralds. Gibst ihnen Emeralds und die können dir Pfeile geben. Ja, genau. Das ist der einfachste Trade. Aber wir müssen halt aufpassen mit den Fässern, dass wir nicht zu viele Fässer bauen, weil dann alles zu Fischern werden. Wer sagt denn, Fischern? Dass wir die auf und rumlaufen müssen, dass wir Würzsklaverei werden? Dass wir Würzsklaverei werden. Ja, nice. So Amazon-Arbeitslager. Oh. Besser hätte ich nicht sagen können. So, alles klar. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nach oben zu meinem Haus und werde jetzt anfangen, mein Haus weiter zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in der Aufnahme erwähnt habe. Bitte? Das Haupthaus, was du nach oben hast? Genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Aufnahme erwähnt habe, aber ich habe vor, hier mein Haupthaus hinzubauen und das da unten soll quasi nur so ein Zweithaus werden, sag ich mal. Und dann fehlt deine Ferienwohnung. Genau, meine Ferienwohnung. Und hier gucke ich jetzt mal, wie ich das weiterbaue. Ich glaube, ich fange mit der Inneneinrichtung an. Genau, weil hier, ich weiß es wieder. Ist schon ein paar Tage her, als ich hier letztes Mal weitergebaut habe, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen auf dem Schirm, wie ich das machen will. Mal gucken. Pipisha! Überall Gravel, Alter. Das ist natürlich nervig, wenn das von der Decke kommt. So, das haben wir. Wir haben die Hühnchen umgesiedelt. Was sehr schön ist und sehr gut ist. Da haben wir jetzt ein paar. Bienen. Gut, dann haben wir das. Jetzt müssen wir uns auf die Suche machen nach einem Schaf. Passend. Davon dazu müssten auch welche in der Umgebung sein, glaube ich. Nicht Schaf, Schwein und Kühe, Entschuldigung. Nein. Alter, das klingt echt. So, nein. Wir müssen jetzt mal schauen, wo wir hier noch ein Schwein finden. Und Kühe, weil diese sind überlebenswichtig. Ein Schaf. Nee, das ist ein Schaf.
Christian. Noch ein Schaf? Deine Lederschuhe. Nein. Da ist noch ein Schaf. Schafe habe ich aber schon. Lieber nicht. Ja, wäre ein bisschen ungünstig. Okay, jetzt habe ich 2 Gänge nach da gebaut und ich glaube... Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das findet mit den Längen der Folgen. Ist das gut? Ist das zu lang, zu kurz? Hier haben wir auf jeden Fall unsere erste Kuh. Warte mal, hier haben wir 1, 2, 3, 4. Mühh. Ungünstig. Noch ein Schaf, oh Mann! Hast du jetzt deine Schafe gefunden? Ja, ich hab noch ein zweites Schaf. Leute. Aber jetzt nehme ich jetzt eine Kuh mit. Leute. Ja, was denn? Kann übrigens sein, dass ich wahrscheinlich bei meinem Tod alle Kürbissamen und alle Kürbisse verloren habe. Nee, ne? Kürbisse finden wir. Kürbisse finden wir nochmal. An sich sind Kürbisse nicht so wichtig. Vielleicht für Kürbissuppe oder für das End. Hast du eine andere Timbermod installiert? Meinst du? Nein, ich habe mich aber auch gerade eben gewundert, dass es sich dass es anders aussieht. Ja, ja, also das ist fällt, also weil ich bin trotzdem immer noch pisst. Ja, du bist ja vom Creeper gestorben, ne? Das ist das Schlimmste, was dir in Minecraft passieren kann. Ehrlich. Und es spawnen auch keine, droppen auch keine Goldäpfel mehr, sondern normale Äpfel. Ja, ich glaube, das ist, hat's, aber ist, glaube ich, besser so. Nee, es war auch keine Kritik, das war, finde ich, nicht schlecht. War nur eine Feststellung. Komm, komm, Schweinchen dick, ja komm, bei Fuß. Ja, fein. Ja, ein ganz feines bist du, komm her. Komm. So, ich glaube, ich habe jetzt genug von Holz. BAM! Dann kann ich jetzt weiter bohren. Los, jetzt könnt ihr Liebe machen. Dann kommt Babyschaf! Macht Liebe! In meinem Namen! So, jetzt hole ich die Kuh. Boom, Bitch. Get out the way. Ich glaube, die Kuh buggt. Es heißt Move, Bitch. Ja. Komm. Weil dann haben wir nämlich sogar unser Ziel für heute erreicht. Dann fehlt nur noch das Feld, was ich hier dann noch anfange in dieser Episode. Ich werde später auf jeden Fall viele automatische Farmen bauen. Hallo? So viel kann ich euch jetzt schon sagen. Ich will gleich auf jeden Fall noch anfangen. Die ganzen Ressourcen reichen. Genau, ich will heute noch anfangen, sozusagen, Folge 10 soll meine Weizenfarm, keine automatische, aber meine Weizenfarm so weit fertig sein, dass ich wirklich ernten kann. Nächsten Episoden. Dass ich wirklich auch einiges habe, damit ich mehr Brot herstellen kann. Also die 100% automatische Weizenfarm funktioniert mit Villagern. Ja, ich kenne sie mit Wasser halt, ne? Es ist halbautomatisch, weil du noch selber nachpflanzen musst. Ja. Aber wir bauen ja eh eine Stadt. Ja, deswegen brauchen wir noch Villager hier, die das beleben. Müll. Komm rein. Nice! Ich brauche noch eine Kuh. Hat irgendwer eine Kuh? Nee. Nein, ich bin gerade nur am Bauen. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt spontan angeln. Mach das. Hast du denn auch einen Angelschein? Nein. Braucht er nicht. Ah, doch, er braucht einen Angelschein. Ja, hallo, wir sind hier in Deutschland. Nee, wir sind Purple Town, ne? Ah. Ja, wir sind Purple Town, aber wir werden hier. Wir werden einen Bürgermeister wählen und der muss einen Angelschein einführen. Ja. Wollen wir denn wirklich so Rollen machen hier so auf dem Server? Ich hätte gesagt, dass man auch sowas wie Jobs dann, also so Job, spezielle Jobrollen, wie zum Beispiel der Farmer, der Baumfäller, der Minenarbeiter. Sowas könnte man doch auch mit einbringen. Vorerst aber nur W4, ne? Ja klar, W4 ist das Hauptding. Aber ich meine später, wenn das ein bisschen größer ist. Okay, dann sind wir jetzt erstmal wieder hier. So. Ich habe jetzt ein paar Fische gefangen, ich versuche jetzt weiter zu angeln. Das ist vielleicht gar nicht so die beste Idee bei Nacht, ne? Aber dadurch habe ich zum Beispiel auch meinen verzauberten Bogen. Ne? Unter anderem. Was ich immer nachts gemacht habe, ich bin aufs Meer hinausgefahren, also mit dem Boot und habe dann von dort aus geangelt. Was ich immer nachts gemacht habe, habe mich an See gesetzt und geweint. Ja, ich angle hier gerade. Hey, do you like being sad? Sure! Okay, let's be sad together. Könnt ihr schlafen? No, it's my thing. Ich liege. Ja, dauert noch ein bisschen. Was heißt dauert noch ein bisschen? 30 Sekunden. Eine Woche. 10, 9,
8, 7, ich bin drin. Moment, ich bin gleich da, ich habe noch die Route mehr. Das waren aber ganz schön schnelle 30 Sekunden. Ja. Achtung, so, ich mache mich zum Bett. So, dann haben wir nämlich wieder Day, the day before. Dann müssten wir theoretisch wirklich nur noch die Dings bekommen. Die andere Kuh. Und dann hätten wir es. Liegen alle im Bett? Nee, ich bin gerade auf dem Weg, Moment. Ja, die eine Kuh fehlt noch und dann hätten wir theoretisch. Perfekt. Das Ziel für heute fertig gemacht. Wenn es euch gefällt. Schön eingerichtet. Und okay, hier geht's noch tiefer rein. Das hier gehört dann jetzt noch mit diesem Treppenwendelbereich. Oh. Wird es auch für 74 gehen. Das wird dann hier unten auf... Oh, das kann ich euch genau nice, sagen, Tim. Das kommt dann auf ungefähr so dieser Höhe dann hier raus. Und das werde ich dann hier so mit dem ja. Weg danach da drüben verbinden. Ja, das nice. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Und dann müssen wir noch irgendwie... Von da aus eine Verbindung noch zu Paul finden irgendwie und dann haben wir alle verbunden. Pauls Verbindung läuft hinter meinem Haus lang. Er hat sich schon. Wurde sie schon gemacht? So halb, kann man sagen. Ich will mal bei Paul gucken. In Richtung des Pillager Outposts. Wenn du hier zwischen den beiden Bergen gehst, da siehst du ja das kleine Loch da in dem Berg. Ne, achso, ne, okay, das habe ich schon so weit gesehen. Paul, hast du noch weiter gebaut? Ja, genau. Wie gesagt, das hier ist das eine Haus, das ich baue. Hier kommt dann das spätere Haus von mir hin. Das wird das Mining-Haus dann. Und da drüben, der ganze Berg, wird dann ja von meiner anderen Baustilart beeinflusst. Okay, bin gespannt. Ich möchte dann so einen Torbogen nach da drüben führen. Und dann dort mich noch ausleben, an dem Berg. Erkennt ihr dieses Interview von Sido und Mr. Rap? Legendär. Mhm. Nein, musst du dir mal anhören. Das sagt mir aber auch gerade nichts. Ja, so, ich hab sie! Mr. Nice, was? Er hat die letzte Kuh. Sehr schön. Ne, Mr. Rap, kennt ihr den? Das ist so ein Rap-News-YouTuber irgendwie. Ich kenn Reportage. Nee, ja, nee, den kenn ich. Das ist nicht. Das ist so einer mit so einer Maske. Auf jeden Fall, der hat früher so Interviews gemacht, ich weiß gar nicht, ob er es immer noch macht, mit unter anderem Sido, Flair und, Digga, das ist so ein bescheuerter Humor. Es ist einerseits cringe, andererseits so lustig, ne? Weißt du, genau, das passt zu uns. Weißt du, es ist so, die erste Frage, ja, wir sind hier heute bei Interview mit Sido und er guckt Sido so an und sagt so, und hast du irgendwelche Fragen? Die so, hä, wie ich an dich oder was? Und die ganze Zeit ist so eine dumme Atmosphäre, zum Beispiel irgendwie auf dem Tisch, ich weiß gar nicht, was auf dem Tisch, der steht irgendwie so eine Glocke oder so, Sido will die anfassen, was macht Mr. Rap? Der schubst so die Hand von Sido weg. Es ist so komplett bescheuert. Ich muss euch das nachher mal zuschicken. Das ist so lustig. Einfach gerne, gerne. Einfach los schicken. In dem Moment möchte ich einmal Werbung machen für unseren Discord. Kommt drauf, joint uns, quatscht mit uns. Vielleicht könnt ihr auch irgendwann hier auf diesen Server, natürlich mit anderen Regeln. Vielleicht werden wir auch schon viel weiter sein, aber werdet ein Teil der Community. Abonnieren, bewerten, kommentieren. Yes. Nicht vergessen. Jetzt hätten wir auf jeden Fall großen Bock. Generell, ich habe richtig Bock, hier irgendwas Riesiges aufzubauen, irgendwie so ein Community-Ding. Ich hoffe, das klappt auch so mit dem Discord, dass viele Leute draufkommen. Wirklich, das ist so ein Ding da. Ich habe einfach Bock auf die Zukunft, was YouTube angeht. Wenn ihr auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge für den Server irgendwas habt, schreibt sie in die Kommentare oder sagt sie jetzt auf dem Discord. Richtig. Genau, können wir immer gebrauchen. Babykuh! Nein, ich schalte schon wieder aus. Nein. Ich bin wieder weg. Ja, alles klar, das ist mein nächster Schritt. Das ist so, das ist echt, ne? So, wir müssen jetzt eine andere Mission machen. Vorher geht die Aufnahme nicht zu Ende. Wie lange haben wir noch? Achso, gute Frage, weiß ich nicht. 10 Minuten über der Zeit schon. 5 Minuten. 5 Minuten. Und danach würde ich auch Schluss machen für heute. Das ist vollkommen akzeptabel. Ja, muss morgen früh raus. Ja, er ist von alleine rein. Juhu. Nice. Na gut, haben wir die Abmoderation? Nee, warte, ich bin noch nicht fertig. Eine Sache muss ich noch machen, es tut mir sehr leid. Aber die muss sein. Jetzt muss ich auch mal drauf achten, dass ich hier alles habe. Abmoderation mache ich jetzt, wartet. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hiermit haben wir diese Episode ebenfalls geschafft. Jawohl. Eine sehr produktive Folge, würde ich mal sagen. Sehr viel gebaut wurde ja hier und Tiere gefahren. Genau.
Kann ja nochmal ganz kurz einen Überblick geben, was ich hier gemacht habe. Hier einmal so mein Raum. Hier werde ich dann noch alles schön mit Steinen ausschmücken. Ach, schade. Und dann geht's hier zur zweiten Ebene, wo ich dann hier einen Balkon bauen werde. Und ja, genau. Das war so mein Fortschritt in dieser Folge. Ja, wir haben die Tiere zu Ende gebaut, ne? Die Tiergehege. Wir haben jetzt erstmal Kühe, wir haben Schafe. Wir haben soweit hier alles erstmal gesaved, ne? Wir gucken mal, dass wir noch irgendwann Ziegen einfangen können und die sozusagen auch halten können. Dass wir halt wirklich von der Population was hier haben, ne? Und das auch wirklich in der Stadt haben. Vielleicht bauen wir noch ein Zoo. Ein Aquarium will ich noch haben, ne? Ja. Und ich habe auch eine kleine Überraschung später für euch. So viel kann ich euch nochmal sagen. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, seit Paul, ist Paul noch da? Nee, ich glaube, sein Internet ist wieder weg. Okay. Dann sage ich ciao, überlasse den anderen beiden das letzte Wort und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ja. Bleibt gesund. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Einen wunderschönen Abend oder Tag wünsche ich euch noch. Ciao, ciao.